Natürlich auch hier die Aufforderung
in die Richtung gehen, hier muss man ordentlich Farbe bekennen. Ja. Und zwar Farbe bekennen zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht gegen sie. Denn reine Wirtschaftsinteressen zeigen manchmal ganz komische Wirkungen. Das sind nämlich irgendwann die englischen Firmen weg und damit auch viele Arbeitsplätze. Und das kann man einfach nicht so mittragen. Ich erinnere euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Folgendes. Am 17.12. findet in Hannover die Betriebsversammlung statt. Kommt dahin. Lasst uns gemeinsam dasselbe machen, wie es in Stuttgart war bei der Betriebsversammlung. Da war es richtig, da ging es richtig gut ab. Da kam der Vorstand dorthin und die wurden ausgebuht. Denen wurde klar gemacht, dass das, was sie jetzt planen, nicht richtig ist. Und dazu brauchen wir jeden einzelnen Beschäftigten, denn es nutzt nichts, wenn nur Betriebsräte da stehen, weil dann können sie sagen, ist ja nur die Meinung der Betriebsräte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stehen eigentlich gar nicht zu dem, was der Betriebsrat sagt. Deswegen kommt dahin. Das ist einfach unsere Aufforderung an euch. Vielen Dank erstmal. Weil das natürlich auch ein Riesenthema hier bei uns vor Ort ist. Und ich sage, hier geht es nicht nur um die Beschäftigten der Telekom, hier geht es um ganze Familien. Hier geht es darum, welche Zukunft diese Familien haben und hier geht es darum, wie Telekom mit ihren Mitarbeitern umgeht. Und das ist kein Problem, was wir allein in Göttingen haben, sondern das haben wir natürlich in der gesamten Bundesrepublik. Denn da soll etwas versucht werden, was überall anders auch schon versucht worden ist. Privatisierung und Zentralisierung ist einfach dasselbe. Beides geht zulasten der Arbeitnehmer und immer nur der Arbeitnehmer in erster Linie. Deshalb hoffe ich auch, dass wir zukünftig diesen Protest auch weitertragen und dort an den Stellen, wo es nötig ist, wo es richtig ist und angebracht ist, den Telekom offiziell auch deutlich machen, dass das einfach nicht in Ordnung ist, was hier gemacht wird. Und wenn man den Arbeitnehmern zumuten will, nach Hannover zu gehen, beziehungsweise nach Hamburg sogar zu gehen und dort Arbeitsplätze anzunehmen, dann hat das nichts anderes damit zu tun, als dass man den Preis drücken will. Man will den Preis drücken, man weiß sowieso, dass etliche dann ausscheiden und freiwillig da nicht hingehen und dass man dann mit einer geringen Abfindung sozusagen die Leute los wird, weil man eben ja das Arbeitsplatzangebot gemacht hat, will man den Preis runterdrücken. Und ich sage,